Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go Vacation auf der Switch! Zu einer neuen Folge von Switch Go Vacation. Und wir haben noch ein paar Sachen abzuchecken. Quasi, was wir noch zu tun haben. Das ist quasi jetzt eine Sache, die ich jetzt auch weiterhin, ja, abchecke. Jetzt der zweite Part quasi, wo wir den Rest anschauen. So, Mary, willkommen. Die Orienteering haben wir letzte Folge gemacht. Und ja, also wie immer am Ende der Folge verlinkt. Man kennt es ja schon. So, wir checken einfach mal ab. Wenn ich Resort wechsle. Ich bin gerade frisch im Resort hier. Was wir haben. So, Schneeschlacht ist das erste. Ich glaube, da haben wir aber soweit alles, ne? Schauen wir mal zur Schneeschlacht. Oh, hey, ja, du, hey, ey. Was steht da rum? So. Wow. Ich bin die wilde Schneeschlacht. Ja, das ist ja supi. Also wir checken jetzt aber wirklich ab. Was wir quasi, ob wir jetzt quasi das schon gemacht haben, Schneeschlacht, oder ob wir da noch was zu tun haben. Schneeschlacht. Schneeschlacht, hier haben wir alles geschafft und hier haben wir auch alles geschafft. Wir haben die Schneeschlacht noch nicht gemacht, also die Schneeschlacht, Schneeschlacht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die doch. Schneeschlacht. 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 So. Die haben wir quasi noch nicht gemacht. Hier kann man quasi drei verschiedene Modi spielen. Die machen wir dann auch irgendwann mal. Also demnächst. Demnächst. Nicht irgendwann mal. So lange ist es praktisch auch nicht mehr. So, machen wir. Als nächstes schauen wir zum nächsten. Was wir da noch alles haben. Dip, 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 dip. Du hörst erst auf? Ja, wieder alle enttäuscht. So, next one. Next one wäre... Hier. Hundeschlitten rennen. Das ist ja hier oben, bei der Nummer 7, ja. Tigerzahnpiste. Na? Haben wir hier schon alles gemacht oder fehlt hier etwa noch etwas? Checken wir auch fix ab. Mit dieser Ladezeit ist nicht ganz, ganz schlimm. Irgendwann gibt es ein Go-Vacation nochmal geportet ohne Ladezeit in das Virtual. Würde ich gut finden. So, wir schauen mal hier. Stern, haben wir alles. Und Aktivität haben wir auch alles. Also perfekt, komplett alles. Hundeschlitten ist abgeschlossen. Hundeschlitten. So, mach ich mal kurz so. Und du das mal so machen. Das passt dann. Okay. Dann geht's gleich weiter. Ja, ja, ja. Mal hier schnell spammen. Was haben wir denn noch? Wir haben hier noch als nächstes. Oh, ich gehe mal auf den Sprung gehen hier. Das Schneerennen. Boah, ich kann nicht da runterfahren schnell. So weit ist es nicht. So weit ist es nicht. So weit ist es nicht. Können wir da eigentlich gleich hinfahren. Vielleicht der beste Weg umzudrehen, wenn man so macht. Und dann im letzten Moment das hier macht, dann kann man nicht wieder nach oben fahren. Lifehack mit Mari. Klappt nicht immer so ganz gut, aber es ist eine coole Möglichkeit, schnell umzudrehen. Was ist für ein Pinguin hier eigentlich? Hey du Pinguin, wer bist du denn? Luna. Okay. So, dann gucken wir mal, was das hier zu, weil wir hier schon alles haben. Haben wir schon alles geschafft? Schneerennen, das haben wir gemacht, haben wir gemacht. Hier haben wir alle Haken, ja, wir haben alles. Okay, Schneerennen haben wir komplett fertig abgeschlossen. Schneerennen. Hammer. Okay, sehr schön. Das ist gut.
Du warst ein Rückzieher? Ja, aber ich falle nicht. Sonst wäre es ja ein Fallrückzieher wie beim Fußball, ne? Okay. So, next one haben wir was? Nein, Tierform haben wir schon komplett. Stempelsprint. Okay. Die Schnellmobil-Tricks. Nothing. Hallo, ich komme langsam angehüpft. Das ist die komische Frau. Keine Ahnung, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass sie komisch war. Ich weiß nicht warum. So, Schnellmobil-Tricks. Erreiche mindestens Rang 4. Oh, haben wir Rang 5 schon geschafft? Oder gibt's Rang 5? Haben wir schon geschafft, ne? Okay, dann haben wir alles. Also, Schneemobil-Tricks haben wir dann also schon. Ja, bin wieder schon geschafft. Sehr gut. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Na, vielleicht sind wir heute so ein bisschen schneller mit der Folge hier als mit der letzten, also mit der vorletzten jetzt mit der. Das ist jetzt Part Nummer 100. 166 und 164 haben wir den ersten Teil gemacht, ne? So, okay. Dann, ja, na klar, ready. Mir ist egal, was ich das hier mache. Rutsche ich gleich los? Ne, ich bleibe. Da standheft! So, müssen wir jetzt hin? Ganz oben an die Spitze. Perfekt. So. Zum Schneereifen. Das ist ja auch fantastisch. Was hat er eigentlich zu sagen? Warte, bleibt immer stehen. Ah, reden! Oh Gott, gerade noch so. Haben wir hier alles geschafft beim Schnee. Wie heißt das? Schneereifen. Immer nur Schneereifen, okay. Schneereifen. Haken. Also Stern. Oh, Reifenboarding, fehlt noch was. So. Schneereifen. Wie heißt das? Reifenbowling. Reifenbowling fehlt noch was. Okay, gut zu wissen. Ich dachte, ich wäre damit schon fertig, aber nein, bin ich noch gar nicht. Das ist wichtig, dass man immer so ein bisschen rumschaut. Deswegen schaue ich mir das auch mal ganz genau an, dass ich bloß nichts vergesse. So, du hast mich jetzt langweiler bezeichnet. Was soll das denn? Das ist gemein. So, wir gehen mal kurz. Ich möchte kurz den abchecken, was der so zu sagen hat, der da drüben. Hallo, Herr Luftballon. Können Sie mir antworten? Oh. Ich meine dich. Hallo. Auch grün. Ah, der meistische Tonga Blanca mit seiner Silberspitze. Bis an 7000 Metern nennt man ihn auch die Berggöttin, die über die vier Resorts wacht. Die Bereiche in der Umgebung sind nach Blumen benannt, weil sie die Gaben für die Göttin sind. Das ist unglaublich, oder? Okay, lernt mal was dazu. Oh, ich gehe mal auf die Tiere. Warum? So, Schneemobil rennen ist unten im Tal irgendwo. Ah nein, das war ja oben, stimmt. Ich bin doof. Aber gut, da waren wir schon drin, da haben wir schon alles. Aber trotzdem, für die 100% schauen wir uns das natürlich auch noch schnell an. Und sagen dem hier auch mal Hallo. Oder nein, den sagen wir nicht Hallo. Aber den hinten, stopp, bleib stehen. Den da hinten, was hat er zu sagen? Der steht ganz schön an der Kante. Vor was? 200 Jahren errichtete der Astronom Galileo zusammen mit den Inselbewohnern diese Sternwarte. Gerade wurden neue Sterne und Planeten entdeckt. Man nennt das das Katamari-Phänomen. Wenn du die Sterne am besten von einer Anhöhe aus sehen, dann geh doch mal auf den Berg. Du kannst die Sterne am besten von einer Anhöhe aus sehen. Geh doch mal auf den Berg, um dir das anzusehen. Ich brauche eine Pause. Wer braucht eine Pause? Okay, wir sind halt immer noch barfuß, ne? Ein bisschen kalt ist es wahrscheinlich schon. Ich finde diese Sternwarte an sich auch ziemlich cool. Ich finde schade, dass sie keine größere Rolle irgendwie im Spiel hat. Das wäre schon ganz nice. So, hier haben wir alles. Und hier haben wir auch alles. Das Schneemobilrennen haben wir. Schneemobil
Wandern. Oh, verstehe. So, ich möchte bitte mit dem Schnee gehen. Okay, aber es ist schon cool hier, mit dieser Sternwarte hier. Aber da hoch kommt man nicht, ne? Nee, nee. Wäre cool, wenn du hochkommen würde. Naja, okay. Dann schauen wir das nächste an. Der next one wäre Skispringen. Ist auf der komplett anderen Seite, ne? Hallo. Okay, du gruseliger Typ, ich rede nicht weiter mit dir. Er spricht mit Hey Baby an. Ich hätte eigentlich antworten müssen. Aber gut. Muss man das Lied dafür erstmal kennen. So, jetzt wird es gerade draußen dunkel, sehe ich gerade. Also ich hoffe, die Cam macht nicht. Also, ich bin doch okay hell. Und wie jemand sagt, ich wäre nicht der hellste hier. Okay, 120 Meter braucht man und das haben wir geschafft, ne? Ja. Okay. Das heißt, Skispringen haben wir auch. 200%? Skispringen. Perfekt. Perfekt. Dürüm, 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 dürüm. Brim, 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 brim. Du bist nervös, weil ich zuschaue. Ich mich nervös, sondern eher weggecringed, würde ich sehr sagen. Aber gut. Die Tricks sind da vorne gleich. Was gibt's zu essen eigentlich? Ey, oh, wir helfen dir mal. Für the points! Nein, 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 natürlich nur, weil wir so nett sind. Oh, der will gar nicht helfen. Der will gar keine Hilfe. Wer bist du denn überhaupt? Kirbenten. Was? Kirben. Was? Hört sich ein bisschen ungesund an. So, wir fahren. Warte, ich muss ihm helfen, aber der will eine Herausforderung. Ich will keine Herausforderung. Ich glaube, ich bin stuck, kann das sein? Was passiert hier gerade? Okay. Oh, was gibt's denn da? Eine Suppe. Lega. Lega, lega. Die Affen mögen mich nicht so gerne, wenn ich sie immer überfahre hier. Kann ich jetzt die mal treffen, oder was ist denn hier los? So, okay. Aha, aha, aha. So, schau mal. Das sind jetzt die Schneedricks, glaube ich, heißen die, ne? Schneedricks, genau, Schneedricks. Nicht so wieder ein Rapper, der Matrix heißt, sondern Schneedricks. So. Schneedricks haben wir auch beides mal den Haken. Das heißt, Schneedricks haben wir 100%. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Schaut gut aus. Ja, ja, ich will schon aufhören. Hast du mich schon richtig verstanden? Auch wenn sie mich nochmal als Langweiler bezeichnet. Sehr, sehr frech. So, nächstes wäre den Schneemann bauen, Buckelpiste und Angeln. Nein, Nummer 2. Ich weiß immer nicht, was schneller ist. Ich glaube, es ist gleich schnell, entweder von Nummer 2, also von da oben oder von unten halt. Obwohl das hier wahrscheinlich ein bisschen kürzer ist. Kommt man da nicht rüber? Kommt man echt nicht rüber? Hä? Warum nicht? Hä? Hä? Warum kommt man da nicht rüber? Irgendwie ist auch schwer zu fahren hier heute. I don't know. Sehr rutschig. So, nach links.
Ich glaube, da kann man eigentlich nichts mehr machen. Schneemänner. Aber wir haben halt noch zwei Slots frei. Aber müssen wir den noch machen? Oder sollen wir den noch machen? Eigentlich, warum nicht? Wie heißt denn das? Schneemannbau? Ja, Schneemannbau. Aktivität starten. Ich glaube, da haben wir noch zwei, ne? Noch zwei... Okay, ja. Da könnten wir noch zwei Schneemänner bauen. Noch zwei Schneemänner bauen, schau ich mal auf. Machen wir. Ja, ich will jetzt gerade die Königin bauen. Später vielleicht, aber jetzt gerade nicht. Gut, kommt jetzt die Buckelpiste schon? Mhm. Die Buckelpiste ist hier. Was sagen die Beine eigentlich? Hallo. Hey, wuhu. Wenn du dich üble Buckel suchst, dann ist die Tanzfrosch Buckelpiste genau das Richtige. Wenn du um diese Buckel herumkommen willst, musst du kurz Schwünge beherrschen. Die Profis suchen so manche vor sich hin. Zitteln, gibt den Pechten Schwung. Ob das stimmt? Krass. Das ist der Fuchsbau. Die Anordnung der Rails ist etwas ganz Besonderes. Niemand anderes als der ältere Skatebruder aus dem Stadtresort Track hat sie aufgebaut. Das wird dir gefallen. So, hallihallo. Chaka, chaka. Nice. Machen wir dann auch noch das. Also, wir schauen, dass wir alles haben. Erreiche Rang 4. Wir müssen nur schauen, ob wir Rang 5 erreicht haben jetzt. ...405 haben wir und Rang 5 ist 400 Punkte, das heißt, wir haben es geschafft. Das heißt, wir haben die Buckelpiste, oh Gottes Willen. Die Buckelpiste haben wir geschafft. Nie wieder Buckelpiste. Okay. Buckelpiste geschafft. Dann dieses Eisangeln, das muss ich glaube ich auch noch schauen, ob wir das irgendwie gemacht haben, machen noch brauchen. So. Ja, ja, seid alle enttäuscht von mir. Gut, Eisangeln haben wir noch. Das ist hier. Oder Eisfischen. Ich muss eigentlich nicht mit dem hier. Aber egal, können wir auch mit dem machen. Das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Bin ich eh noch nicht so oft hier mit dem Schneereifen hier runtergedüst. Das war auch was Schönes. Hey, hey, hui. Hey. Hallo. So, beim Eisfischen, ich glaube, da gibt's auch nicht jetzt wirklich was, was ich machen muss. So Punkte-Limit oder so gibt's da, glaube ich, gar nicht. Oder gibt's da sowas? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee. Die wird startet und startet direkt. Gibt noch was mit Rekord, oder? Da gibt's sonst nichts, okay. Das haben wir dann auch geschafft, okay. Nein, nicht nochmal starten! Oh, oh, oh nein! Aufgeben! Nein, nicht nochmal! Ah, yeah. Okay, jetzt werden. Okay. Es ist schon beendet, ja. So, und dann haben wir noch eine Sache, die wir uns anschauen müssen hier in dem Resort. Und zwar unten dieses Helfen. Da gibt's ja auch noch irgendwas. Dieses Helfen unten, dass wir das noch schnell abchecken. Ja, ich mach Schluss mit dem Eisfischen. Sonst nicht. So, okay, wir gehen nach unten ins Tal. Ich nehme Schneemobil. Und fragen mal diese nette Frau hier, ob sie schon auch Probleme hat. Oh, wir hätten eigentlich ausbleiben können.
Okay, die Stuben haben wir alle. Oh, bitte! Oh. Sehr, sehr cool. Bitte helfen heißt das, okay. Das heißt einfach nur bitte helfen. Das ist wirklich nicht sehr kreativ, aber gut. Ich finde auch diese Logos voll cool, I don't know. Ich kann mal kurz mal die Webcam ausmachen hier. Die finde ich auch, sehen alle voll nice aus. Ich finde der Hundeschlitten ist nice. Okay. Dann würde ich noch sagen, sind wir jetzt hier fertig aus dem Resort? Oder ich schaue noch kurz auf die Karte, aber ich glaube, wir haben alles. Ja, gibt es auch irgendwas, was wir nicht hatten? Bitte helfen. Wir haben eigentlich alles gemacht hier, genau. Passt. Also, geschaut, ob wir alles haben. Dann gehen wir ins Bergresort. Und machen da auch noch, schauen da auch noch alles an. Und dann, würde ich sagen, im Wildgelände gibt es eh nicht viel zu sehen, aber ja, können wir dann den Part beenden im Wildgelände, würde ich sagen. Und dann können wir uns ab nächsten Part, also nächste Part ist nochmal Orienteering, denke ich. Aber können wir jetzt ab nächsten Part schon mal drum kümmern, das abzuarbeiten, die ganzen Sachen noch. Leute, willkommen im Bergresort. Die Orienteerings, die haben wir schon gemacht. Ja, ja, ist gut. So, wir fangen an mit dem ersten. Das erste ist Tennis. Hallo. Hey! Hey! Haben wir im Tennis alles gemacht? Weiß ich gerade gar nicht auswendig. So, Stern haben wir. Freispiel haben wir noch nicht, ne? Tennis, freies Spiel. Das haben wir noch nicht gemacht. Jo, machen wir dann auch noch. So. Schauen wir das auch noch an. Ich habe Schneemann falsch geschrieben. Ich bin ein Profi. Ich habe Schneemann nur mit einem N geschrieben. Schneemann. So. Next one haben wir. Nächsten Boot habe ich nicht geschaut. Hier. Reiten ist ja auch gleich nebenan. Das ist gut. Brauchen wir gar nicht. Wohin springen soll, kann er gleich direkt hinfahren. So. Der Typ sieht cool aus. Den mache ich. Ich finde ihn sympathisch. Wo ich Reiten eigentlich Ende des Spiels eigentlich auch ganz gut finde. So. Sternl haben wir euch. Sprintrennen und Münzsammeln haben wir komplett. Das heißt, Reiten sind wir abgeschlossen. Reiten. So. Du willst doch nicht erst kneifen. Doch, doch, das will ich. Genau das. Das und nichts anderes. Okay, dann dieser Kleidschirm, oder wie das heißt. Den müsste Klatschen heißen, ja. Aber bevor ich mit dir rede, möchte ich kurz mit dir da drüben noch sprechen. Der steht da so risky einfach. So, Wasser ist natürlich Lava, darf er nicht berühren. Also schau vom Schuber McCray gehört. Sie war die zweite Tochter des großen Entdeckers Otty McCray. Sie ist eine Kajak-Spezialistin, die bereits auf Flüssen und Wasserfällen auf der ganzen Welt gefahren ist. Wenn du auf dem nach ihr bekannten Fluss spielen möchtest, solltest du unbedingt ein Kajak bis zum See fahren versuchen. Ja gut, das ist noch aus dem V-Teil. Und zwar, dass man von oben nach unten fährt in 3 Minuten 25 und es gibt dann einen Stern.
So. Schön geparkt auf jeden Fall. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, die Betonung ist ja super. Ja, hallo. Fantastisch. Das müsste jetzt Gleitschirm sein, ne? Boah, ist jetzt der ganze Dschungel, kann ich nicht da machen? Ah, bringt das ein bisschen was? Schauen wir mal. Ja, ein bisschen bringt's. Gleitschirm. Sterne haben wir alle. Ja, na klar. Die Sterne haben wir eh schon alle, aber ich zeig's trotzdem nochmal. Freiflug fehlt noch. Gleitschirm. Der gute Freiflug. Auch eine extrem coole Sache, der Freiflug. Machen wir dann auch noch. So, 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 so. Nein, nein. So. Geländewagen. Next one hätten wir nämlich. Kajak fahren ist ganz oben. Kajak fahren ist ganz oben. Das sollten wir aber alle haben. Immer schön Rhythmus paddeln. Na klar. Ich glaube, da müsst ihr aber auch schon alles komplett haben. Ja, alle Stufen, ja. Alles da. Kajak fahren. So. Du hast keine Lust? Ja, gerade nicht. So. Dann das nächste war, soweit ich weiß. Oh, haben wir schon Geländerennen? Das finde ich ein bisschen blöd, dass man so weit fahren muss zum Geländerennen. Aber okay. Muss man sich schon mal, muss man schon sein Auto warm fahren, ne? Ich weiß auch nie, ob der Weg hier schneller ist oder der Pass auf der anderen Seite. Ich glaube, der andere ist kürzer, aber der hier geht schneller. Hallo. Hallo. So, klar. Da haben wir, sollten wir eigentlich auch alles komplett haben, denke ich. Also ich wüsste nicht, was wir da noch offen haben sollen. Wir haben alles und hier haben wir auch alles. So, Geländerennen abgeschlossen. Diese ganzen Challenges, die es in dem Spiel gibt, die sind ja eigentlich... gehören nicht zu 100% dazu eigentlich, weil ja, die kann man ja schwer alle wissen, welche man schon alle gemacht hat und was ich was. Außer man schreibt sich dann auf. Aber ich weiß auch gar nicht, wie viele es überhaupt gibt, also das zählt auf jeden Fall nicht zu 100% dazu. Also das zum Beispiel das hier, was da oben ist. Das hier oder auch unten, da ist auch, glaube ich, auch eine Challenge gewesen. Genau. Hm. Ah, da oben ist dieses Loch, wo man rauskommt aus der einen Höhle, ne? Oder? Nee, nee, nicht Höhle. Oder doch? Aber ich glaube, so weit kann man nicht sehen, oder? Nee, es wird nicht geladen da hinten. Wenn da jemand runterfährt, das sieht man nicht. Glaube ich. Müsste man mal ausprobieren, ne? Aber gut, es ist nicht unbedingt was wir im Projekt machen müssen, eigentlich. Wird dann wahrscheinlich eher so ein Spin, so ein eher weniger Spin-off-Projekt, wo man halt dann diese Sachen ausprobieren kann. So. Hm. Okay. Warte, was kommt als nächstes? Kajak paddeln. Okay. Also nicht Kajak, sondern, wie heißt das? Rafting. Aber eigentlich ist doch das Rafting von da viel näher. Oder nicht? Ich würde schon sagen, oder?
Na, ich glaube, es kommt ziemlich aufs selbe raus. Sorry. Oh. Was meinst du? Was meinst du? Ich finde es schön, dass du in Blumen stehst oder auf Blumen stehst oder wie auch immer. Sehr hübsch. So, mitfahren, ja, ja. Rafting, haben wir alle Stufen? Haben wir alle Stufen? Rafting haben wir komplett. Rafting haben wir komplett. Dann glaube ich, fehlen jetzt auch nur noch diese ganzen Schussaktivitäten, ne? Schauen wir mal kurz. Ja, okay, und da können wir auch direkt hinspringen. Welche Reihenfolge eigentlich? Kreis, Krug, Taube. Kreis. Das erste hier. Zielschießen. Okay, Zielschießen das erste. Alle Levels. Gemeinsam spielen hätten wir dann noch. Gemeinsam spielen. Ja, könnte man überlegen. Könnte man sich echt überlegen. Aber das muss ich rot markieren, weil das ja quasi nur für mit Multiplayer geht. So. Jetzt schießen gemeinsam spielen. So, dann das nächste war der mit dem Krug. Ganz links. Schnell ziehen. Ich glaube, da habe ich alles, ne? Da gibt es auch einen Together-Mode. Ne, da gibt es auch einen Together-Mode. Schnell ziehen. Schnell ziehen. Schnell ziehen. Okay. Gemeinsam spielen. Wahrscheinlich von den anderen beiden dann auch. Ich wusste ja, dass es so viel Multiplayer-Stuff gibt, dass man nur zu zweit spielen kann. So, dann noch das hier. Das hier. Siehst du an? Ja, klar soll ich mir an. Na sicherlich. Totem schießen auch eine gute Sache. Also das mit 100% hier werde ich wahrscheinlich nicht machen. Also dass ich mit der allerbesten Wertung hier durchziehe, das werde ich wahrscheinlich nicht durchziehen, also jetzt erstmal nicht. Vielleicht mache ich es immer noch mal als Challenge, aber das hat jetzt erstmal nichts im Projekt selber zu tun. Kann ich aber noch machen. Ich schaffe alle Stufen. Hier haben wir gemacht. Und hier haben wir auch alles gemacht. Getontaubschießen haben wir fertig. Da gibt es nichts anderes, ne? Nee. Tontauben schießen. So. Dann haben wir jetzt noch ein letztes. Beziehungsweise noch eins und dann halt noch das Zug des Königs. Das haben wir eh schon geschafft, ne? Aber ich schaue trotzdem nochmal hin zu dem. So, aber eins haben wir noch. Das war das hier: Gewehrschießen-Aktivität. Gibt's da auch Multiplayer? Wahrscheinlich schon, denke ich. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja. Da gibt's auf jeden Fall auch was. Sonst hier, das haben wir schon. Oder? Hier haben wir alles, ja. Gewehrschießen. Okay. Gewehrschießen.
Ja, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Was war der Schluss? Okay. Ja, mit der Aktivität ja schon. Und dann fahren wir. Okay, das können wir jetzt eigentlich machen, ohne dass wir jetzt uns irgendwo hinspringen. Wir schauen noch kurz auf die Karte schauen. Wir haben aber alles, ne? Nur noch das Boot. Das heißt Botenspiel? Das wusste ich gar nicht. Anscheinend heißt es Botenspiel. Schau mal, unten auf der Karte steht Botenspiel. Ich habe immer gedacht, das heißt Suche des Königs. Suchspiel des Königs oder so. Das heißt einfach Botenspiel. Dann lernt man wieder was dazu, ne? Und das Angeln schauen wir uns auch noch an. Aber Angeln haben wir, glaube ich. Das können wir echt davor machen. Ah! Nicht mit dem. Mit dem hier. Beim Angeln sollten wir echt alles haben. Ja, hier haben wir alle Fische, ne? Mhm. Und hier haben wir alle Fische. Yes. Angeln. Bergresort ist abgeschlossen. Dann zu guter Letzt noch das Botenspiel, das wir aber auch schon geschafft haben. So, okay. Vielleicht immer, dass ich aufs Pferd gehe. Gar kein. Also. Ist ja okay, aber warum? Pikachu! Pikachu! Upsili, musste ich niesen. Ich dachte gerade, seine Haare wären ein Luftballon. So. Falls jemand Gesundheit gesagt hat, dann Dankeschön. So, okay. Ach so, das kann man nicht nochmal machen, das Zuspiel. Wie gesagt, ich soll eine Frau für ihn finden. Wer ist ein Gesucher der hochverehrten Könige der Kobe-Insel? Ich scherze bloß, ich vorstelle es nicht mehr Ding. Das heißt ein Motto. Darum werde ich auch die Krone tragen, die ich von dir bekommen habe. Zunächst muss ich sie aber aufpolieren. Vorerst verwahre ich sie sicher. Wie gefällt dir dein Schloss, das du von mir hast? Hübsch, oder? Man hat nicht ständig die Chance, in einem Schloss zu leben. Probier es am Winkelende aus. Du hast meine Krone gefunden. Wie wär's, wenn du auch noch eine Frau für mich findest? War das ein Nein? Bleib locker. Okay, also das kann man nicht mehr machen. Das Bodenspiel ist jetzt quasi abgeschlossen. Das kann man ganz einmal machen und dann nie wieder. Tja, aber okay. Wir sind in der Pause, ja, ja. Sonst haben wir aber auch nichts mehr zu tun hier. Wir haben alles. Ja. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt noch einmal kurz ins Winglande. Und da haben wir eigentlich auch nichts mehr zu machen. Wir haben die Boxen alle aufgemacht. Da schauen wir jetzt auch nochmal alles durch. Ich glaube, da haben wir auch nichts mehr zu tun. So. Wir haben das Foto gemacht, wir haben hier gegessen, wir haben das mit dem Ball auf jeden Fall ein paar Mal schon gemacht. Wir essen noch eine Pizza. Nom nom nom, lecker. Schmackhaft. Nein, nochmal eine Pizza essen, ich wollte... Nein, Pizza. Eine Pizza ist lecker, aber... Ich kann auch jeden Tag Pizza essen, so ist es nicht, aber trotzdem. Muss ja auch nicht sein. Hier im Spiel. Lieber in echt. So, wir holen uns hier die mal alle ab. Ich meine, warum nicht? Hallo. Sieht schon wirklich cool aus, ne? Gut umkleiden. Gut, das müssten wir eigentlich noch machen, dass wir uns einmal umkleiden im Schnee. Obwohl, das könnte ich eigentlich nochmal mir aufschreiben. Dass wir uns dann nochmal umkleiden. Dann würde ich das dann am Anfang eigentlich machen davon. Umkleiden. Designs ändern. Das machen wir dann hier in dem Resort auch noch. Und hier auch noch. In dem hier Resort hier, in dem wilden Resort. Ne? Hier können wir noch ein paar Sachen sammeln, noch ein paar Luftballons. Wie viele Punkte geben die eigentlich? 10. Okay, das garantiert jetzt eher weniger. Ich schaue mal kurz, wie viele Punkte ich hier noch brauche. Für ein Level Up. Das steht jetzt nicht da.
Aber warte, was steht da? Rekorde? Ah, Tieralbum und Imbisse. Gut. Mit der Hundeschule können wir auch nochmal reden, aber ich glaube, da gibt es auch nichts wirklich Neues. Es ist nicht niedlich, wie Hunde beim Gehen mit ihren Schwanz wedeln. Ich könnte es nicht ertragen, wenn einem niedlichen Hund etwas passiert. Wusstest du, dass Hunde tausendmal besser riechen als wir Menschen? Sie riechen Dinge, die wir nicht riechen können. Hunde retten mit ihren Fähigkeiten leben. Katastrophenhunde atmen mit ihrem Geruch den Menschen, die eingeschlossen sind. Hunde sind schon erstaunliche Tiere. Ich habe immer ein paar interessante Dinge auf Lager, also komm wieder vorbei. Ich glaube, da haben wir schon alles gehört, ne? Aber wir können nochmal kurz schauen, was noch hat. Okay, der sagt mir immer dasselbe. Okay, wie auch immer. Gut, dann würde ich sagen, was von der Folge von Gummication. Wir sind, ja, auf der Zielgerade, würde ich sagen. Wir sind jetzt bei Part 166. Ich denke, bis 175 wird es vielleicht noch gehen oder so, oder bis 180. Also 200 werden wir nicht mehr ganz knacken, das kann ich euch sagen. Aber wir schauen mal, wie weit es noch gehen wird. Und danach hätte ich auch noch Bock, wieder den V-Timer auszupacken und zu spielen. Ich sag's anschauen. Ciao. Euer Zickerpik, man sieht sich. Auf Wiedersehen und ja. Danke fürs Zuschauen. Genau, ab nächster Folge machen wir Oversharing und dann machen wir noch die restlichen Sachen für 100%. Okay, dann tschüss.